nachdenkliche Gesichter nach dem Treffen. Er steht in der Kritik, Bahninfrastrukturvorstand Berthold Huber. Denn über 800 Millionen Euro aus dem Bundeshaushalt in Berlin will die Bahn nicht abrufen. Die bräuchte man laut Verkehrsminister aber, um den digitalen Bahnknoten final umzusetzen. Eigentlich hat die DB das Geld zur Verfügung gestellt bekommen. Ich bin auch jederzeit bereit, mit Herrn Huber auf dem Gaul oder mit der Deutschen Bahn einzureiten, im Finanzministerium und im Verkehrsministerium, um diese Sachen auch zu klären. Denn die Projektpartner befürchten, dass ein Teil der Gelder zum Jahresende verfällt. Das sieht die Bahn anders und will zuerst generell mehr Geld vom Bund zugesprochen bekommen. Das heißt, mit den 825 Millionen Euro ist der digitale Knoten Stuttgart 3 schlicht und einfach nicht ausfinanziert. Durch den Bruch der Berliner Ampelregierung seien viele Finanzierungsfragen im Bahnkonzern unklar. Diese müssten zuerst geklärt werden. Doch stimmt das? Ich erwarte auch, dass man sich entsprechend verhält und nicht mehrfach jetzt den Ampelbruch als sozusagen im Nachhinein in den Schoß gefallene Entschuldigung für alles benutzt. Beim Bahnprojekt Stuttgart 21 ist der erste rein digitale Bahnknoten Deutschlands im Bau.